So, meine Lieben, jetzt kommen wir gerade zurück von den Fotoaufnahmen für unser Etikett, für das tolle Vollkornbrot. Ich habe mich entschieden, in unserem Online-Shop ein Vollkornbrot anzubieten, weil es unheimlich gesund ist. Ich habe auch ein sehr einfaches Rezept ausgesucht, das jeder zu Hause ohne Probleme nachmachen kann. Ihr habt also jetzt hier diesen Beutel mit einem schönen neuen Etikett in der Hand, 700 Gramm Vollkornmehl. Wir haben euch auch etwas Trockenhefe dazu geschickt oder mitgeschickt, so dass es auch in dem Fall, dass es mal wieder keine Hefe geben sollte, so wie es in Corona-Zeiten der Fall war, könnt ihr das natürlich mit der Trockenhefe machen. Ich empfehle aber einen halben Würfel von der normalen Hefe, die man im Kühlregal kaufen kann. Dann brauchen wir gleich ein bisschen Butter. Ihr werdet schon sehen, wofür das ist. Etwas ungeschälten Sesam und dann verschiedene Nüsse. So wie es ihr das gerne habt, so wie es auch schmeckt. Nüsse sind ja unheimlich gut und gesund. Das Grundrezept ist ohne Nüsse, aber je nachdem, wie man es gerne haben möchte, macht man etwas Nüsse dazu. Dann brauchen wir etwas Zucker, etwas Salz und warmes Wasser. 700 Gramm oder 650 Gramm warmes Wasser. Das machen wir jetzt gleich alles gemeinsam. Das Mehl in eine Schüssel geben. In der Mitte machen wir eine kleine Kuhle und in diese Kuhle kommt der halbe Hefewürfel rein. So, der halbe Hefewürfel und einen Teil, ungefähr die Hälfte unserer 650 Milliliter Wasser in die Mitte. So, den Rest brauchen wir gleich noch. Die Hefe liebt Zucker und braucht es, um sich zu vermehren. Also geben wir der Hefe einen Teelöffel Zucker dazu, dann hat sie was zu essen. Das Ganze jetzt so verrühren, dass ein kleiner, fester, so ein kleiner, zähflüssiger Teig entsteht. Man spürt es dann auch während des Rührens, wie die Hefe sich mit der Flüssigkeit und mit dem Mehl ein bisschen verbindet und sich so langsam auflöst. Das braucht die Hefe, ein bisschen warme Umgebung und etwas Zucker, dann kann sie sich wunderbar entwickeln und gibt dann nachher eine schöne Struktur in unserem Brot. Ich zeige das mal in die Kamera. Außen herum ist noch das Mehl, innen drin ist so ein bisschen zähfließender Teig. Was noch dazu kommt, kann man jetzt schon machen, aber bitte außen herum ins Mehl, nicht direkt zur Hefe dazu, einen Teelöffel Salz. Das Salz ist für den Geschmack gut, aber tut der Hefe nicht gut. Deswegen immer erst ins Mehl geben und nachher, wenn man den Teig verknetet, dann dazugeben. So, während die Hefe sich jetzt ein kleines bisschen entwickeln kann und langsam aufgeht, können wir hergehen und unsere Backform. Der Teig für das Brot ist zähflüssig, den kann man also nicht einfach so auf ein Backblech in den Ofen, das liefe sonst komplett auseinander. Wir gehen deswegen her und nehmen so eine metallene Backform, die kann man überall im Einzelhandel kaufen, also in dem Laden, in dem man sonst auch Töpfe kaufen kann, und nehmen etwas Butter. Und das kann man ruhig mit den Fingern machen, was ich jetzt mache. Und geben die Butter in die Form. Und dann wird in der Form richtig schön ringsherum, ich zeige es auch mal, richtig an den Wänden, in die Ecken, am Boden, überall mit den Fingern die Butter schön verstrichen. So, dass überall etwas Butter dran ist. Ihr werdet gleich sehen, warum ich das mache. Denn der besondere Geschmack dieses Brotes liegt auch ein wenig an dem Sesam, der außen herum mitbackt. Also hier kann man jetzt dann in die Form etwas Sesam geben.
schaut. Und dann kann man das einfach so innerhalb der Form ein bisschen schütteln, so dass der Sesam an den Wänden der Form hängen bleibt. Wenn man nachher das Brot reingibt, dann verbindet sich das mit dem Brot und es wird dann durch das Backen wird es schön knusprig und braun außenrum. Den Rest, den man nicht braucht, den kann man auch hier mit reinfallen lassen in den Teig. So, dann schauen wir mal. Ist von innen wie paniert die Form. Dann kommen als nächstes unsere Nüsse. Und weil wir keine so großen Stücke Nüsse einfach in unserem Brot haben möchten, gehen wir her und schneiden die ein wenig und zerkleinern die ein wenig auf dem Brett. Da kann man ruhig 150 Gramm Nüsse nehmen. Das ist ja, es ist ja nicht nur gesund, sondern es schmeckt ja einfach auch lecker. Jetzt kommt der Rest des Wassers dazu. Und dann nehmen wir ein haushaltsübliches Rührgerät, um einen richtig schönen Teig zu kneten. Und nicht erschrecken, der Teig wird, das ist kein fester Brotteig, sondern das wird etwas, ja, zähflüssig. Ich würde es mal bezeichnen. Also wie gesagt, 700 Gramm Mehl, 650 Milliliter lauwarmes Wasser, ein halbes Päckchen Hefe, ein Teelöffel Zucker, ein Teelöffel Salz, Nüsse nach Geschmack und dann die Form, die mit Sesam paniert wurde. Und man muss es schon einen Augenblick kneten lassen, bis der Teig richtig glatt wird und keine Mehlklümpchen mehr hat. So, und jetzt kommt der Teig hier in die Backform. Wunderbar. Jetzt noch ein kleiner Trick. Wenn man sich die Hände nass macht, dann bleibt der Teig nicht an den Fingern kleben. Und man kann ihn so ein bisschen ausstreichen. So. Und jetzt zum Abschluss obendrauf auch noch ein bisschen Sesam. So. Wunderbar. Und jetzt kommt der Clou. Weswegen es also unkompliziert ist, einfach den Backofen auf 200 Grad stellen, Umluft einschalten und in den kalten Backofen stellen. Und je nachdem, das müsst ihr natürlich zu Hause bei euch auch probieren mit eurem Backofen, nach einer Stunde ist das Brot fertig. Also einfach die Handyuhr auf eine oder der Handywecker auf eine Stunde einstellen. Man muss eigentlich gar nicht mehr danach gucken. Es bräunt wunderbar. Es geht wunderbar auf. Ihr werdet es gleich sehen. Und dann kann man es nach einer Stunde rausholen, ein bisschen kalt werden lassen oder sagen wir, etwas abkühlen lassen und dann runterschneiden. Ah, wunderbar. Nach einer Stunde sieht es dann so aus. Vielleicht kann man mal reinfilmen. Es ist dann wunderbar aufgegangen und auch ein bisschen gerissen an einer Stelle. So, wir haben das aber schon vorbereitet. Deswegen hole ich jetzt mal das fertige, vorbereitete Brot raus. Schaut mal, wie herrlich. Und im ganzen Haus duftet es nach Brot. Und jetzt schneiden wir einfach auch mal eine Scheibe davon ab. Lecker. Also viel Spaß mit dem wunderbaren Vollkornbrot aus Mörles Backstube.